Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Inhalt dieses Webinars ist Ihnen das Thema Social Media ein bisschen näher zu bringen. Und das ist eine Aufzeichnung hier des Webinars vom 10.06.2020. Mein Name ist André Podein. Ich bin Customer Engagement Manager bei der Firma ePages. ePages ist der Softwarehersteller der Online-Shop-Software, die Sie vermutlich für Ihren Strato-Shop benutzen, und wir machen das Video hier natürlich in Kooperation mit Strato exklusiv für Sie als Strato-Kunden. Ja, steigen wir direkt ein ins Thema. Es geht grundsätzlich, wie gesagt, um den Bereich Social Media, also Pinterest, Instagram, Facebook und so weiter. Und ich möchte mal mit einer kleinen Frage beginnen, und zwar habe ich hier zwei Bilder für Sie vorbereitet. Zum einen das hier, und Sie können mal für sich selbst im Stillen überlegen, ob Sie erkennen können, wer das ist, ob Sie diese Person kennen. Es ist eine deutsche Frau, Sängerin, ganz offensichtlich relativ bekannt. Und Sie merken sich einfach mal, ob Sie wissen, wer das ist oder nicht. Und dann das zweite Bild. Jetzt können Sie mal überlegen, ob Sie wissen, wer die beiden hier sind. Und ich behaupte mal, die Mehrheit von Ihnen wird gewusst haben, dass die erste Person auf dem Bild das hier ist, nämlich Helene Fischer. Helene Fischer, Schlager, Popsängerin, deutschsprachig. Und das ist der Instagram-Account von Helene Fischer, der zum Zeitpunkt, wo dieser Screenshot hier gemacht wurde, 710.000 Abonnenten hat. Das heißt, 710.000 Menschen folgen Helene Fischer auf Instagram. Das einfach mal so als Zahl auch im Hinterkopf behalten, 700.000. Das heißt, wenn immer Helene hier, keine Ahnung, ein neues Kleid trägt, eine neue Jeans, dann fragt sich vielleicht der ein oder andere, wo sie das gekauft hat. Ja, also auch natürlich eine Werbeplattform, nicht nur für ihre eigene Musik, sondern auch für verschiedene Marken. Also 710.000 Abonnenten. Jetzt kommen wir zu den anderen beiden, die Sie vermutlich nicht unbedingt kannten. Das sind Lisa und Lena. Und hier sehen wir, dass die beiden, das sehen Sie hier unter dem Button Folgen, 15,2 Millionen Abonnenten haben. Ja, 15,2 Millionen Abonnenten. Lisa und Lena, zwei deutsche Teenager, Mädels. Ich glaube, die sind im Moment so 16, 17, haben, glaube ich, mit 13 oder so schon angefangen, Social Media zu machen auf einer Plattform, die hieß damals Musical.ly, heißt heute TikTok. Und ja, haben so kurze 20-Sekunden-Videos gemacht, wie sie so tun, als würden sie ein bestimmtes Lied singen, und das eigentliche richtige Lied ist im Hintergrund gelaufen. Und die haben inzwischen ein eigenes Modelabel, ein Plattenlabel und. Ich glaube sogar eine Make-up-Line und also diverse Produkte, die sie über ihre extrem hohe Popularität bei Instagram bewerben und verkaufen können. Also im Vergleich zu Helene Fischer so das 22- bis 23-fache an Abonnenten auf Instagram. Ja, da wir gerade hier über Zahlen sprechen, fangen wir mal mit ein paar Zahlen an. Facebook. Facebook hat aktuell ca. 32 Millionen aktive Nutzer. Das heißt Menschen, die nicht nur einen Facebook-Account haben, sondern den auch hin und wieder mal nutzen. Also einloggen oder was liken, was kommentieren oder irgendwas. Instagram, also das sind natürlich die Zahlen für Deutschland. Ja? Also in Deutschland Facebook 32 Millionen aktive Nutzer. Instagram stark aufgeholt, inzwischen ca. 25 Millionen aktive Nutzer. Wie gesagt, 15 Millionen davon folgen Lisa und Lena. Also wenn Sie auch einen Instagram-Account haben, jeder zweite von Ihnen müsste eigentlich den beiden folgen. Ich behaupte mal, dass dem nicht so ist. Aber ja, 25 Millionen aktive Nutzer auf Instagram. Pinterest hat im Vergleich dazu nur 6 bis 7 Millionen aktive Nutzer. Und dann möchte ich heute noch YouTube hier mit erwähnen. YouTube hat ca. 50 Millionen Menschen pro Tag, die auf YouTube Videos schauen, aber nur ungefähr 10 Millionen Nutzer dieser Plattform. Das heißt ungefähr 10 Millionen Menschen, die auf YouTube Videos hochladen und nicht einfach nur gucken. Ja, also 50 Millionen Menschen gucken, aber nur ca. 10 Millionen davon laden auch hin und wieder mal ein Video hoch. Trotzdem 10 Millionen Menschen, die da teilweise täglich Videos hochladen. Also schon eine ganze Menge Videos
zu sehen auf YouTube. Ja, das einfach mal so, um Ihnen ein paar Zahlen hier zu nennen. Ja, die eigentliche wesentliche Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, warum sollten Sie Social Media nutzen, um Ihren Online-Shop populärer zu machen? Ja, das ist so die Hauptfrage. Und hier auch dazu ein paar Zahlen. 74% aller Mitglieder in sozialen Netzwerken informieren sich online über die Produkte, die sie in der Zukunft gerne kaufen möchten. Das heißt, wir gehen nicht auf die Seite von Stiftung Warentest, wir gehen nicht auf ein Spezialistenforum oder irgendwo anders im Internet hin und wir fragen auch nicht Mutti, welches Produkt wir dann kaufen wollen, sondern wir informieren uns in der Regel auf unseren Social-Media-Netzwerken, weil da sind ja unsere Freunde und die haben das Produkt vielleicht auch schon mal gekauft oder das sind Menschen, denen ich mehr vertraue, mir eine faire und neutrale Bewertung eines Produktes zu geben. Und ich informiere mich also hier über Produkte und kriege eine möglichst unbeeinflusste Meinung und kaufe dann das Produkt. Und ja, wie Sie schon sehen können, ob die Meinung denn immer so unbeeinflusst ist, lasse ich mal dahingestellt. Über 40% der Online-Shopper, die einen Artikel auf einer Social-Media-Plattform geteilt haben, also auf den Sharing-Button gedrückt haben, zum Beispiel bei Facebook, und gesagt haben, oh, das ist hier aber ein tolles Produkt, die haben ihn später auch erworben. Also je aktiver jemand mit einem Produkt zum Beispiel auf einer Social-Media-Plattform agiert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Artikel dann auch von diesem Menschen gekauft wird. Und 68% aller User im Alter von 18 bis 34 Jahren sind eher an Produkten interessiert, die Freunde über die Social-Media-Plattform empfehlen. Also andere Produkte nehmen die fast gar nicht mehr wahr, weil speziell in dieser Altersgruppe 18 bis 34, natürlich auch darunter und darüber teilweise, aber nicht in einer so hohen Prozentzahl, aber die sehen gar keine Fernsehwerbung mehr, Plakate mehr, Flyer, die beziehen ihre gesamten Informationen heutzutage über Social Media und werden dort auf Produkte aufmerksam und lassen sich dort Produkte empfehlen. Das heißt, Werbung findet für diese Menschen nur noch auf Social-Media-Plattformen statt. Was sind die Vorteile von Social Media? Da gibt es zahlreiche für Sie als Händler. Zunächst mal hier der Punkt Reichweite. Ja? Wenn Sie auf Google, über Google AdWords zum Beispiel Ihre Seite bewerben, dann erreicht das natürlich nur die Menschen, die auch konkret nach dem Produkt suchen und dann müssen die auch noch klicken. Und Sie müssen dafür natürlich dann auch entsprechend bezahlen. Ja? Und je mehr Menschen klicken auf Ihre Google AdWords-Anzeige, desto mehr müssen Sie bezahlen. Ganz klare Sache. Und das ist bei Social Media nicht unbedingt so. Nehmen wir an, Sie haben eine Facebook-Fanpage zusätzlich zu Ihrem Shop. Auf dieser Facebook-Fanpage haben Sie es geschafft, 100 Fans zu sammeln. Ja? Diese 100 Fans sehen jetzt zum Beispiel einen Beitrag von Ihnen auf Ihrer Facebook-Seite und interagieren mit dem Beitrag. Das heißt, Sie drücken auf den Like-Button. Ja? Und jedes Mal, wenn einer dieser 100 Fans auf den Like-Button drückt, dann erscheint es in der Timeline dieser Person. Und andere Menschen, die befreundet sind mit dieser Person, können das sehen. Nicht alle immer sehen das, aber mehr Menschen können es sehen. Das heißt, Ihre 100 Fans, wenn die agieren mit ihren Beiträgen, zum Beispiel auf Facebook, dann multiplizieren sich die Menschen, die tatsächlich eigentlich diesen Beitrag wahrnehmen. Ja, das heißt, jeder Like erreicht weitere Freunde und dann auch deren Freunde und so weiter. Und je nachdem, wie Ihre Fans untereinander vernetzt sind, können Sie mit nur 100 Fans eine Reichweite von bis zu 2000 Nutzern, manchmal sogar mehr, erreichen. Ja, je nachdem, wie aktiv die Leute auf einen Beitrag reagieren. Das heißt, Sie investieren quasi erstmal nur auf Ihrer Social-Media-Plattform darin, 100 Fans zu generieren. Sie können aber damit 2000 Menschen bewerben. Ja, und das ist natürlich etwas, was Sie über klassische Werbemethoden nicht haben. Wenn Sie da sagen, Sie verteilen 100 Flyer, dann werden diese Flyer ja nicht unbedingt von einem zum anderen weitergereicht. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist deutlich geringer als bei Social Media mal auf Like zu drücken
oder einen Kommentar zu hinterlassen. Zweiter Vorteil von Social Media Plattformen, all diese Plattformen verfügen über sehr detaillierte Analyse-Tools, also die Möglichkeit, sehr genau zu sehen, wer hat da jetzt geklickt, um wie viel Uhr hat der geklickt, an welchem Wochentag hat der geklickt, wann hat er das geliked, an wen hat er das geshared, wer hat da drauf reagiert. Sie kriegen also sehr viel Einblicke, wie sieht meine Zielgruppe eigentlich aus, wohin fährt meine Zielgruppe in Urlaub, wenn sie, keine Ahnung, Sonnencreme verkaufen und. Also sehr viele interessante Faktoren, weil sie natürlich sehen, wer als Person ihre Beiträge liked, auf deren Profil gehen können und zumindest deren öffentlichen Teil des Profils einsehen können, können sie sich einen guten Eindruck davon machen, wer die Käufer ihrer Produkte oder die Fans auf ihrer Facebook-Seite dann eigentlich sind. Und es gibt den sogenannten viralen Effekt, das ist natürlich gerade in der aktuellen Lage ein bisschen problematisch, hier über eine virale Verbreitung von irgendwas zu sprechen, die etwas Positives ist. Aber auf Social Media ist ein sogenannter viraler Effekt tatsächlich positiv. Und das ist tatsächlich so, dass der eine, der es toll findet, ganz viele andere ansteckt und die weitere anstecken. Also wie sich ein Virus verbreitet, haben wir jetzt ja alle sehr schmerzhaft lernen müssen. Und das Ganze kann auf Social Media halt auch auf einer sehr, sehr positiven Art und Weise passieren. Und wenn Sie mal ein paar Jahre zurückdenken, in das Jahr 2016, da kam eine App für Handys raus, die hieß Pokémon Go. Das war eine sogenannte Virtual Reality App. Das heißt, man konnte hier ein Spiel starten und dann konnte man durch seine Kamera gucken und auf seinem Handy konnte man dann kleine Zeichentrickmonster plötzlich draußen in der Natur entdecken und die fangen. Und Millionen von Menschen in Deutschland sind plötzlich durch Parks gerannt mit ihrem Handy in der Hand. Und das hat sich auch wie ein Virus verbreitet, dieses Spiel, und wurde natürlich auch im Bereich Social Media und speziell in der Werbung für bestimmte Produkte und vor allem natürlich davon in der App hier noch zusätzlich irgendwelche Sachen für echtes Geld zu kaufen. Das wurde sich stark zunutze gemacht. Also das war ein klassisches Beispiel für eine virale Verbreitung einer App, zum Beispiel in diesem Fall. Ja. Also ich fasse nochmal zusammen. Sie haben große Reichweite auch mit relativ wenig Aufwand. Sie können mit einem sehr kleinen finanziellen Budget hier schon 100 Fans generieren. Und die sind ja auch nachhaltig. Die müssen Sie nicht jedes Mal wieder bezahlen. Wenn die einmal Ihre Fans geworden sind, dann bleiben die auch Ihre Fans. Sie haben die integrierten Analyse-Tools, was super praktisch ist. Und Sie haben hier die Möglichkeit, virale Effekte zu nutzen, also Bilder, Videos, Zitate. Und wenn gerade irgendein Thema sehr gehypt wird, dann springen Sie gerne auf diesen Zug auf, schreiben Sie auch was zu diesem Thema und profitieren davon, dass das gerade auf Social Media sehr lebhaft diskutiert wird. Ja, welche Plattformen sollten Sie jetzt also wählen für Ihre Produkte? Sollen Sie mit allen anfangen oder reicht am Anfang eine? Und ich gehe hier jetzt die Plattform, die ich am Anfang erwähnt habe, noch einmal ganz kurz durch. Facebook, wenn Sie nicht genau wissen, wer eigentlich Ihre Zielgruppe ist und was Sie so machen, ist Facebook immer ein guter Start. Weil Sie können hier viel über Ihre Zielgruppe lernen. Was auf Facebook sehr gut funktioniert, sind Handwerksbedarf, Bäcker, Einzelhandel, weil ich vielleicht gucken will, was ist das Menü der Woche in meinem Restaurant, was ist das Angebot der Woche, wann hat der Bäcker auf. Hobbybedarf funktioniert sehr gut auf Facebook. Facebook ist im Vergleich zu den anderen Social-Media-Plattformen, geht es hier viel mehr um Dialoge und Kommunikation untereinander. Das heißt, die Menschen tauschen sich aus und sprechen miteinander. Was funktioniert gut auf Facebook? Was erreicht viele Likes? Das sind kurze und knappe Beiträge, sogenannte Memes, also lustige Bilder mit irgendwelchen Sprüchen drunter, kurze Videos, alles Sachen, die dafür sorgen, dass Ihr Beitrag besser wahrgenommen wird und mehr geliked wird. Und das ist natürlich auch das Ziel hier auf Facebook. Wir wollen, dass die Leute am liebsten unseren Beitrag teilen, mit ihren Freunden sagen, guck mal hier, ein toller Beitrag, und auf den Share-Button und auf den Teilen-Button klicken oder den Beitrag kommentieren oder liken.
Und am Ende des Tages wollen sie natürlich hier mehr Fans generieren, um diesen Domino-Effekt, nenne ich es mal, besser auszunutzen. Je mehr Fans sie haben, desto höher ist die Chance, dass sich ihre Beiträge sehr, sehr weit durch dieses Netzwerk verbreiten. Dann haben wir Pinterest. Hier ist die Zielgruppe ein bisschen präziser. Hier geht es um schöne Gegenstände in der Hauptsache. Also es geht um Mode, es geht um Fashion, es geht um Handarbeit, es geht um Dekoartikel, Vasen, Möbel, all solche Geschichten. Das funktioniert sehr gut auf Pinterest. Nicht unbedingt sehr gleich wie Instagram. Es gibt hier die diverse Parallelen, aber Pinterest fokussiert sich primär auf schöne Dinge, auf Sachen, die toll aussehen, schön aufbereitet sind. Bilder, 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 das sind die Beiträge, die auf Pinterest funktionieren. Pinterest hat viele, viele, viele Tausende, Millionen von Fotos und manchmal einen sehr, sehr knappen Text darunter, aber der ist zweitrangig. Es geht hier um Bilder, ja. Wenn es auf den Sommer zugeht oder wir sind ja quasi schon mitten im Sommer, aber wenn es auf den Sommer zugeht, ja, Strandmode, leichte Gerichte, ein schöner Gartentisch, der gedeckt ist und sie verkaufen die passende Tischdecke dazu. Solche Sachen funktionieren gut auf Pinterest. Was wollen sie auf Pinterest erreichen? Sie wollen, dass die Leute ihre Beiträge pinnen. Das erscheint dann auf deren Pinnwand oder die sogar repinnen oder ihnen auf Pinterest folgen. Bei Pinterest, das ist aber der einzelne, das einzelne Bild, was sie hier auf Pinterest teilen, oder der einzelne Beitrag viel wichtiger als der Gesamtauftritt, wie zum Beispiel bei Facebook. Bei Facebook wollen sie ja kontinuierlich Inhalte erzeugen. Bei Pinterest reicht es völlig aus, mal mit einem tollen Bild einen Haupttreffer zu landen, der dann diesen Domino-Effekt auslöst. Und das kann schon extrem hilfreich sein. Und ähnlich sieht es aus bei der nächsten Plattform, nämlich Instagram. Bei Instagram funktionieren sehr gut Lebensmittel, Lifestyle und Produkte ohne großen Erklärungsbedarf. Make-up, Mode auch ganz, ganz stark auf Instagram. Und ich sage mal, Instagram würde ich immer zusammenfassen als im Vergleich zu Pinterest. Man sieht hier sehr viele schöne Menschen, die entweder so schön und so sportlich sind, weil sie so gesund essen und man die entsprechenden Rezepte teilt, oder weil sie besonders schöne Mode tragen oder tolles Make-up oder tolle Haare oder sonst irgendwas haben. Also Instagram, Sie sehen hier sehr viele schöne Menschen. Auf Pinterest sehen Sie sehr viele schöne Dinge. Ja, Beiträge auf Instagram sind eigentlich nur Bilder und Videos. Videos wird immer mehr, also wirklich sehr, sehr kurze Videos, aber natürlich auch immer noch Bilder, 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 Bilder. Und das Ziel ist hier, dass die Leute ihr Bild liken oder kommentieren. Und sie natürlich auch Follower generieren, aber ähnlich wie bei Pinterest können sie hier auch schon mit einem tollen Foto einen Domino-Effekt auslösen und sehr, sehr viele Likes auf dieses Foto bekommen und dadurch sehr viel Aufmerksamkeit erreichen und zum Beispiel ein bestimmtes Produkt plötzlich tausendfach mehr verkaufen, nur weil dieser Beitrag auf Instagram sehr, sehr gut funktioniert hat. Und dann zum Schluss noch YouTube. Wer ist hier die Zielgruppe? Und hier geht es sehr viel um technische Themen, auch Möbel und Produkte, die man sehen muss. Das will ich mal gesehen haben. Und die Beiträge hier, die klassischen, sind Unboxing-Videos, Vergleichsvideos und Aufbauvideos. Und ich erkläre mal ganz kurz, was ein Unboxing-Video ist. In einem Unboxing-Video nehmen Sie quasi ein Produkt, was komplett noch im Karton verpackt ist, und nehmen es aus der Box raus. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen merkwürdig für Sie, aber nehmen Sie an, Sie wollen einen 5.000 Euro teuren Fernseher kaufen. Dann gehen viele interessierte Käufer zunächst mal auf YouTube und schauen sich ein sogenanntes Unboxing-Video an. Was nämlich hier passiert ist, jemand hat diesen Fernseher quasi gekauft. Das kann ein Nutzer sein, das kann auch der Hersteller des Produktes selber sein oder ein Händler wie Sie, und sagt, okay, stellen wir uns vor, Sie hätten jetzt dieses Produkt gekauft, wir packen das mal für Sie aus, dass Sie mal genau sehen, was Sie hier eigentlich kriegen. Und dann wird das Produkt aus der Packung genommen. Man sieht, wie es verpackt ist, wie groß die Packung ist, Hinweise, passt es in Smart hinten rein oder braucht man ein größeres Auto, um das Produkt zu transportieren.
Wie ist es gepolstert? Ist die Anleitung gut? Ist die Anleitung verständlich geschrieben? Welche Kabel sind dabei? Dann schließen wir es einmal an, gucken, ob es auch funktioniert. Was sind die tollen Vorteile von diesem Produkt? Und warum sollte man das kaufen? Das Video wird also ausgepackt und aufgebaut und ausprobiert quasi live. Und das ist sehr, sehr hilfreich, um Retourensendungen zu vermeiden. Also jemand, der in einem Video schon mal ganz genau gesehen hat, wenn er ein, sag ich mal, technisches Produkt, was einen Ein- oder Ausschalter hat, das sind so die klassischen Sachen, die gut auf YouTube funktionieren, wie das jemand auspackt, aufbaut und ausprobiert und benutzt für das, wofür man das selber auch dann benutzen will und sieht, das funktioniert und das sieht vertrauenserweckend aus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das Produkt kauft, natürlich viel, viel höher. Und wenn Sie dann als Shopbetreiber so ein Video produzieren und direkt unter dem Video ein Link ist, jetzt überzeugt von dem Produkt, kaufen können Sie das übrigens hier, Klick, ja, dann ist natürlich die Chance sehr groß, dass Sie so Besucher in Ihren Shop lenken können, die dann Ihr Produkt kaufen. Was wollen Sie auf YouTube erreichen? Sie wollen natürlich auch für Ihren YouTube-Kanal Abonnenten gewinnen, aber einfach einen Daumen hoch oder einen Kommentar, also quasi so eine Art Like auf YouTube oder einen Kommentar, ist auch schon toll. Sie wollen hier vor allem, dass die Leute das Video sehen. Tja. Dann am Schluss nochmal die Frage, was sollen Sie denn jetzt, Sie wollen Ihren Shop das erste Mal wirklich erfolgreich machen, womit fängt man an? Fängt man an mit SEO, also Suchmaschinenoptimierung oder Suchmaschinenwerbung, SEA oder mit Social Media? Und ich würde sagen, es kommt hier ganz drauf an. Ja, also besonders bei innovativen Produkten oder Mode oder Unikaten oder extrem Nischen ist Social Media häufig der bessere Weg. Ja, ein Kunde kann auf Google natürlich nur nach Dingen suchen, die er auch, von denen er auch weiß, dass die existieren. Ja, wenn er nicht weiß, dass das Produkt existiert, dann wird er nicht danach suchen. Wenn er nicht weiß, dass ihr Shop besondere Bedingungen hat, zum Beispiel bei der Lieferung irgendwelcher Markenprodukte, dann wird er danach nicht suchen und das wird nicht funktionieren. Voraussetzung aber, wenn Sie Social Media machen wollen, ist tatsächlich eine gewisse Affinität mit der Materie. Sie müssen sich mit der Plattform auskennen, sonst wissen Sie nicht, wie die funktioniert. Sonst wissen Sie nicht, wie Sie Ihre Beiträge schreiben müssen und Likes erzielen. Und das kann schnell frustrierend werden. Manche Produkte sind auch überhaupt nicht für Social Media geeignet. Wenn Sie Druckerpapier, Kugelschreiberminen oder irgendwie sowas verkaufen, dann ist es deutlich schwieriger, die auf Instagram erfolgreich zu bewerben, als einfach über Google oder über den Preis tatsächlich am Ende des Tages zu gehen. Aber das muss man halt ausprobieren. Also setzen Sie sich mit diesen Plattformen auseinander, wenn Sie glauben, eine davon ist die richtige für Sie und Sie glauben, Google wird nicht so gut funktionieren. Probieren Sie es mal aus, posten Sie am Anfang vielleicht einmal die Woche, jeden Montag oder jeden Dienstag, halten Sie da eine gewisse Regelmäßigkeit ein, einen Beitrag und gucken Sie, was passiert. Idealerweise würden Sie 3 bis 5 Mal die Woche einen Beitrag posten. Und ja, vielleicht funktioniert das bei Ihnen mit Social Media dann am Ende ganz gut. Wir schauen mal, ob wir in der Zukunft noch Webinare anbieten werden, wo wir die einzelnen Plattformen uns nochmal genauer angucken, nochmal wirklich en detail gucken, wie schreibt man einen Facebook-Post, wie funktioniert eigentlich Werbung, bezahlte Werbung auf Facebook und Instagram und all diese Sachen. Wenn es daran also Interesse gibt, dann machen wir dazu auch gerne nochmal ein detaillierteres Video. Ich bin für meinen Teil mit den Themen, die ich Ihnen für heute erzählen wollte, erstmal durch, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.